In der Natur mit dem Mountainbike zu fahren bedeutet für mich Freiheit. Man ist einfach für sich mit dem Rad und mit den Geräuschen um sich herum. Die Motivation war, nach Mallorca zu kommen, dass ich einfach eine gewisse Struktur haben will nach vielen Jahren. Ich hatte das Ziel, an einem Ort anzukommen. Und deswegen war der Moment, der besonders für mich war, relativ früh. Das war direkt hier in der Umgebung, wo ich dann einfach die Gegend ein kleines bisschen entdeckt habe und das erste Mal auf so einer kleinen Anhöhe stand, unser Nachbardorf San Severa gesehen habe, so ein bisschen im untergehenden Sonnenlicht. Also es war ein sehr, sehr schönes Licht, eine sehr, sehr schöne Stimmung. Und da habe ich dann realisiert, dass ich hier bleiben will. Da erinnere ich mich auf jeden Fall an den Tag, als ich mit André das erste Mal im Parc Naturel war. Es war gar nicht so ein Bombenwetter. Es war irgendwie bedeckt und es war gar nicht wow, aber es war dieser Moment, aus dieser Infrastruktur hier rauszukommen. Beim Mountainbiken sucht man halt eher das Naturerlebnis und dieser Parc Naturel hat dann irgendwie echt so mein Herz geöffnet und ich wusste, okay, Mallorca ist nicht nur Strand, Hotel und Promenade. Die Landschaft Mallorcas ist für mich eine sehr diverse Landschaft, man hat sehr karge, raue Küstenregionen. Man hat da eben auch diese kleinen Kieferwälder, wo man auch noch die Gerüche wahrnimmt. An sich will man die Landschaft erleben, aber irgendwie rauscht sie auch an einem vorbei und es ist alles schnell. Man nimmt wahr, wie die Gedanken irgendwie plötzlich fliegen. Dann ist man 200 Meter gerollt und dann merkt man eigentlich, ach geil, das habe ich ja geschafft. Man quält sich nicht einen Berg hoch, wenn man jetzt gerade irgendwie Lust und Laune drauf hat, sondern ich finde das irgendwie auch schon wichtig, dass ich das mache und danach habe ich vielleicht einen coolen Ausblick. Die Motivation an Tagen, an denen ich nicht biken will, die kommt durch die Rahmenbedingungen. Das kann das Wetter sein. Vielleicht, weil der Morgen auch so ein bisschen verhangen ist und dann ändert sich das und dann sagt man, hey, klar, warum jetzt nicht rausgehen? Wenn man dann einmal auf dem Rad sitzt, dann ist es halt alles egal und man fährt einfach Fahrrad.